Okay, now. Daniel ist ein herzensguter Mensch. Man spürt es auch, ja. Also, ja, es ist schwer in Worten zu packen. Und, man muss ihn einfach live erleben, ja. Das ist so. Der ja, also, es ist so ein. Es kommt von innen, ja. Also, das ist, der holt dich da ab. Es ist, wo du gerade stehst. Und. Ja, ich kann das nicht irgendwie erklären. Das ist so, man muss es einfach erleben. Mein Name ist Carmelo Lombardo, komme aus Messingen und habe zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Und wie bin ich aufs IPE gestoßen? Ich wollte ja meinen Kindern was anbieten und habe dann ein bisschen im Internet recherchiert und bin so auf IPE gestoßen. Also hier ist es, man hat so ein Werkzeugkoffer, ja, voll an Methoden. Und was mir so ganz besonders beeindruckt hat, war die Timeline. Ja. Und auch Glaubenssatzarbeit war so für mich, wo ich gesagt habe, wow, das war für mich so das Ding, da tut sich was in mir. Ja. Und das war so das Schöne dran, ja. Die zwei Methoden, was auch das Ganze. Ja, wie so ein Werkzeugkoffer, was da so drin ist. Ja, energiegeladen. Ich freue mich dann schon auf der Herfahrt, auf das Seminar. Und die Leute sind fröhlich und haben Spaß dabei, was auszuprobieren und an den Methoden zu arbeiten. Und es macht einfach Spaß, Daniel zuzuhören, weil er holt da jeden ab, wo er gerade steht. Ja. Auch als Quereinsteiger. Ich bin Quereinsteiger, ja. Und ja, es macht Spaß, ihm zuzuhören. Und er packt das ganz schön ein in Metaphern. Und man ist den ganzen Tag energiegeladen. Ja. Man freut sich drauf, Sachen auszuprobieren. Und mit netten, freundlichen Menschen das, ja, auszuprobieren.